Sie wurden unterdrückt. Sie sind geflohen. Jetzt kehren einige von ihnen nach Eritrea zurück. Zurück in die Diktatur. Eine Reflekt-Recherche. Das ist Solomon. Er wollte als Automechaniker arbeiten, brach deshalb die Schule ab und rückte nicht in den obligatorischen Nationaldienst ein. Dafür hat ihn der eritreische Staat bestraft. Solomon ist 18, als er in der eritreischen Hauptstadt Asmara von Soldaten verhaftet und im Gefängnis von Kerfda eingesperrt wird. Von Kerfda wird Solomon in ein Untergrundgefängnis im Militärausbildungszentrum Nakfa gebracht. Er versucht zu fliehen und wird erwischt. In Forto Savar wird er gefoltert. Dann bringen ihn Soldaten ins Gefängnis Adazar. Dann ins Gefängnis Haschverei. 3 Jahre nach seiner Verhaftung landet Solomon im Gefangenenlager Adi Abeito. Das kennt in Eritrea fast jeder, weil hier massenhaft Menschen inhaftiert werden. In Adi Abeito wird Solomon gefoltert. Seine Narben sind bis heute sichtbar. Eritreer sind meist Wirtschaftsflüchtlinge. Was klar ist, ist, dass man Menschen nicht nach Eritrea zurückschicken kann. Deshalb sollen sie zurückgeschafft werden. Aus Eritrea kamen während Jahren die meisten Asylsuchenden in die Schweiz. Deshalb wird darüber diskutiert, wie schlimm die Menschenrechtslage in Eritrea ist. Zwangsarbeit, weit verbreitete Folter und außergerichtliche Hinrichtungen sind nur einige Vergehen, die der UNO-Menschenrechtsrat dem Land vorwirft. Bis 2016 schickte die Schweiz deshalb fast keine Eritreerinnen und Eritreer zurück. Dann verschärfte die Schweiz ihre Asylpraxis in mehreren Schritten. Es werden immer mehr negative Asylentscheide gefällt und immer mehr Eritreerinnen und Eritreer müssten in ihre Heimat zurückkehren. Eritrea sagt aber ganz klar, keine Zwangsausschaffungen. Und freiwillig kehrt kaum jemand zurück. Die Kommissionsmehrheit ist überzeugt, dass seitens der Schweiz alles unternommen werden muss, um die Rückkehrquote zu erhöhen. Ich denke, wenn man ein bisschen Geld in die Hand nimmt, dann könnt ihr Leute zu Zehntausenden freiwillig und in Würde wieder in ihr Heimatland zurück. Aber niemand weiß so genau, was mit Rückkehrern passiert. Es gibt in Eritrea keine internationalen Organisationen, die Gefängnisse besuchen oder mit Rückkehrerinnen sprechen können. Im Press Freedom Index liegt Eritrea auf Platz 180 von 180. Und auch das Staatssekretariat für Migration kann keine dokumentierten Fälle von Rückkehrern vorweisen. Deshalb sind wir nach Äthiopien gereist. Wir wollten herausfinden, weshalb die Menschen solche Angst vor einer Rückkehr haben und was mit Rückkehrerinnen passiert. Im Nachbarland Eritreas können geflohene Eritreerinnen und Eritreer offen über ihre Heimat sprechen, unabhängig vom Druck einer Asylbehörde oder einer Regierung. Sie sprachen mit uns über Gefängnisse und Folter. Acht unserer 10 Gesprächspartner waren im militärischen Arm des Nationaldienstes. Sie wurden kaum bezahlt
und wussten nicht, wie viele Jahre ihr Dienst dauert. In Äthiopien fanden wir auch einen Mann, der aus der Schweiz nach Eritrea zurückgekehrt ist. Tesfai ist der erste Eritreer, der öffentlich über seine Rückkehr spricht. Er lebte 4 Jahre in der Schweiz und kehrte in die Diktatur zurück, weil er kein Asyl erhalten hatte. Zwei Tage nach seiner Ankunft in Eritrea erhält er einen Brief mit einem Aufgebot der Behörden. Neben Tesfai konnten wir die Geschichten von 4 weiteren Rückkehrerinnen und Rückkehrern rekonstruieren. Jonas ist wie Tesfai erneut aus Eritrea geflohen. Er sagt, dass er bei seiner Rückkehr direkt vom Flughafen Asmara in eine Zelle gebracht wurde. Zwei Jahre nach unserem ersten Kontakt ist Jonas erneut in die Schweiz geflohen. Dieses Mal hat er Asyl erhalten. Vieles spricht dafür, dass das Staatssekretariat für Migration seinen Aussagen glaubt. Es wäre das erste Mal, dass die Schweiz anerkennt, dass eine von ihr weggewiesene Person in Eritrea gefoltert und inhaftiert worden ist. Und es wäre ein Verstoß gegen die Europäische Menschenrechtskonvention. Unsere Recherche wirft dringliche Fragen auf. Wenn sich die Lage in Eritrea nicht verbessert hat, wieso hat die Schweiz ihre Asylpraxis verschärft? Wenn abgewiesene Asylsuchende in Eritrea inhaftiert und gefoltert werden, ist es noch vertretbar, die freiwillige Rückkehr zu fördern? Müsste das Staatssekretariat für Migration seine Einschätzung der Lage überdenken? Und überhaupt, wieso weiß die Schweiz so wenig über ihre Rückkehrer, wenn es doch möglich ist, sie aufzuspüren? Hat jemand aus der Schweiz versucht, dich nach deiner Rückkehr zu kontaktieren? Die ganze Geschichte findest du unter reflekt.ch.